So, hallo Freunde, schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und zwar geht es heute darum, wir haben Herbst und das heißt, es ist oftmals sehr regnerisch mittlerweile. Und ich habe halt festgestellt, dass meine Scheibenwischer halt nicht mehr so vernünftig wischen. Deswegen sollten die normalerweise natürlich irgendwie ausgetauscht werden, damit man immer freie Sicht hat. Ich spaziere sehr gerne mal durch Baumärkte und gucke einfach mal, was es da so gibt. Und mir ist Folgendes in die Hände gefallen, und zwar habe ich hier so einen Scheibenwischer-Schneider, nennt sich das, glaube ich, irgendwie so. EcoCut Pro nennt sich das. Und damit schneidet man im Prinzip einfach nur die Lippe ab, beziehungsweise man schärft die Lippe einfach nur nach. Und danach soll man wohl einfach wieder weiterfahren können, ohne viel Geld für neue Scheibenwischer ausgeben zu wollen. Also das Teil kostet irgendwo zwischen, ich glaube, 12, 13 Euro oder so. Und ja, ich würde sagen, wir probieren das einfach mal aus. Wir gehen zum Auto und schneiden die Scheibenwischer einfach mal nach und schauen mal, wie das Ergebnis halt danach ist. Vorher packen wir das einmal kurz aus, dann brauche ich das nicht gleich am Auto machen. Jetzt mal gucken. Ich liebe das ja natürlich, wenn so Verpackungen verschweißt sind. Ah, hier ist aber... Oh, da hat jemand mitgedacht. Ah, richtig geil. Da hat jemand mitgedacht. So, was haben wir hier? Wir haben hier so ein Schwämmchen dabei, sowie den diesen Schneider hier, diese Schneidemaschine. Okay. Muss ich erstmal, glaube ich, mal die Anleitung lesen, wie das überhaupt funktionieren soll. Achso, ja, Wischer umklappen, mit feuchtem Schwamm gründlich reinigen. Also das kann man hier mit dem Schwämmchen machen und ein bisschen Scheibenreiniger. Habe ich da auf jeden Fall Scheibenreiniger oder sowas. Werden wir dann hier drauf sprühen und dann im Prinzip einmal die Scheibenwischer säubern. Und danach, achso, und danach, jetzt haben wir hier im Prinzip, hier stehen zwei Nummern drauf. Jetzt mal gucken, ob das fokussiert. Also hier stehen zwei Nummern drauf. Das ist einmal 1 und 2, also für die erste und für die zweite Anwendung. Ja, ist das jetzt pro Scheibenwischer oder wie sieht das jetzt aus? Ach nee, das wird so sein. Wenn wir die Scheibenwischer jetzt das erste Mal schneiden, gehen wir durch die 1. Sollten wir die Scheibenwischer irgendwann noch ein zweites Mal schneiden, gehen wir durch die 2. Das ist wahrscheinlich ein Messer, was in eine bestimmte Höhe hat, nicht dass er dann zu tief wegschneidet. Denke ich mal, dass das sein soll. Ja, ich würde sagen, wir machen die Dinger mal sauber, die Scheibenwischer, und dann gehen wir mit der 1 durch beide Scheibenwischer einfach mal durch und gucken mal, wie das Ergebnis danach ist. Hier ist nichts zum Drücken oder sowas. Das ist, okay, das ist halt einfach nur Plastik irgendwo. Das kann man schon hier so halb auseinandernehmen. So, aber ist halb so wild. Wichtig ist, dass es funktioniert. Deswegen würde ich sagen, ich gucke mal eben kurz, wo wir Scheibenreiniger haben. So, hier haben wir Scheibenreiniger und Schwämmchen, Dis, und ich würde sagen, wir gehen jetzt direkt mal zum Auto und probieren das Ganze mal aus. Ist natürlich richtig gut, es regnet. So, dann probieren wir das mal aus. Scheibenwischer hoch. Ein bisschen Scheibenreiniger und einmal das ganze Ding hier sauber machen. Also ist auf jeden Fall ein bisschen Dreck drauf. Dann gehen wir direkt mit der Lippe hier drüber, also mit dem Gerät da drüber, und zwar gehen wir jetzt auf 1, setzen hier vorne an und ziehen einfach nur in einem durch.
So, und hier haben wir jetzt das abgeschnittene Stück. Ich mache jetzt direkt mal die zweite Seite. Und das gleiche nochmal, wir setzen hier unten an, ich mache jetzt einfach mal von der Seite und dann ziehen wir einfach nur am Scheibenwischer entlang. So, und haben hier auch den abgeschnittenen, das abgeschnittene Stück. Jetzt setzen wir uns mal kurz rein und gucken einmal, ob das wie das ist, weil die Scheibe ist jetzt auch nass. Deswegen gucken wir jetzt einfach mal. So, ich würde sagen, wir legen jetzt einfach mal los. Zündung an und einmal Scheiben wischen. Das ist sauber. Also ich habe normalerweise jetzt immer so gehabt, dass er ein bisschen am Rappeln war, dass er halt ein bisschen gesprungen ist während des Wischens und dass er halt immer so einen Bereich hier ungefähr nicht richtig weggewischt bekommen hat. Aber wie man sieht, also ich sehe jetzt auch hier keine Schlieren oder sowas. Also nee, der hat vernünftig der hat jetzt vernünftig gewischt auf jeden Fall. Deswegen, also ich bin zufrieden mit dem Ergebnis. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Die Frage ist natürlich, wie oft kann man das im Gesamten anwenden? Es wird sich zeigen, wie lange jetzt im Prinzip das Ganze funktioniert, aber im Normalfall sind das ja jetzt neue Scheibenwischer, so gesehen, würde ich jetzt mal sagen. Die Frage ist natürlich dann halt, wie lange hält jetzt im Prinzip dieses Messer, wie lange ist dieses Messer auch scharf auf Dauer. Aber mit dem ersten Mal hat sich das Teil ja schon bezahlt gemacht. Neue Scheibenwischer kosten ja auch im Normalfall mindestens 10, 20 Euro, so ganz einfache. Wenn wir jetzt irgendwo auf so ein paar Aero-Twin oder sowas gehen, die kosten ja schon 30, 40 Euro zum Teil. Und hierbei muss ich sagen, hat mich das vollkommen überzeugt. Also es wischt sauber, keine Streifen. EcoCut Pro. So ein kleines Ding ist das mit einem Schwämmchen dabei. Schön wäre irgendwie noch gewesen, wenn da irgendwie eine kleine Flasche, weiß ich nicht, sonst so ein Reiniger oder Alkohol oder sowas dabei wäre. So Isopropanol oder sowas, um die Wischer vorher sauber zu machen. Weil dann hätte man natürlich irgendwo so ein All-Inclusive-Paket gebucht. In dem Fall muss man halt den Scheibenreiniger selber da haben. Hat ja aber auch funktioniert. Und ja, ich verlinke euch das Produkt. Den Link findet ihr in der Videobeschreibung auf jeden Fall, wenn es euch interessiert. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Abonniert den Kanal, sofern ihr den noch nicht abonniert habt. Gebt einen Daumen hoch und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.